Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zum Wochenorakel vom 13.07. bis 19.07.2015 und ich habe euch wie immer die numerologischen Tagestendenzen und die Wochenzahl ermittelt, werde darauf jetzt auf jeden einzelnen Tag eingehen und danach könnt ihr dann wie gewohnt euer persönliches Wochenorakel wählen und ich werde es euch vorstellen. So, wir beginnen am Montag, den 13.07.2015, der unter dem Einfluss der Zahl 1 steht. Die 1 ist ja eine Zahl des Egos, also der Persönlichkeit. Es geht hierbei darum, bei sich zu bleiben, die eigenen Bedürfnisse zu leben, das heißt auch sich selbst treu sein, ja, auch Entscheidungen für sich zu treffen und sich dabei nicht zu stark von anderen lenken oder beeinflussen zu lassen, ja, also das ist das Motto der Eins. Hier ist auch teilweise die Willenskraft gefordert, ja. Wenn es darum geht, sich nicht zu stark von anderen beeinflussen zu lassen. Das heißt jetzt nicht, dass man hier eine Ego-Tour machen sollte, aber die eigene Identität ist hier schon gefragt und gefordert. Ja, das ist wichtig, dass du Dinge für dich tust und zu dir stehst. Zu dir als Person, zu dir, zu deinen Meinungen, zu deinen Einstellungen, Eindrücken. Ja? Okay, dann am Dienstag steht unter der Zahl 2. Das bedeutet, die 2 ist ja immer ein Gegenüber. Ja, da gibt es noch jemanden. Hierbei ist Diplomatie gefragt, also diplomatisch bleiben, auf Menschen auch zugehen. Das bedeutet auch anderen zuhören. Hier kommt jetzt der Einfluss der Unentschlossenheit an diesem Tag mit hinein. Das bedeutet, vielleicht indem du anderen zuhörst, ja, auf andere Menschen Acht gibst, dass du dabei auch Lösungen finden kannst an diesem Tag. Ja? Also das ist sehr wichtig, dass man hier diese zwei auch lebt. Ja? Also das Gegenüber beachtet. Ja, das ist dann sehr konstruktiv an diesem Tag. So, am Mittwoch, der steht unter der Zahl der 3. 3 ist immer mehr als 2, ist logisch. Da ist dieses Wir-Gefühl ganz wichtig. Hier geht es darum, Gespräche zu suchen. Ist auch ein guter Tag für Teamarbeit, ja. Zusammen Dinge schaffen und erreichen. Also zusammen im Kollektiv erreichen wir mehr. Ja? Ist trotzdem auch unter der 3 ein guter Tag für Meditationen. Ja, wenn du meditieren möchtest, wenn du kurze Zeit brauchst, um zu dir selbst zu finden, um dann in der Gemeinschaft auch dann produktiver zu sein. Wenn wir im Wir sind und mehrere Personen beachten, ist das natürlich auch, dass andere uns kritisieren können oder andere uns auf Dinge aufmerksam machen können, ja, wo uns vielleicht nicht gefallen. Auch Dinge vielleicht an dir selbst oder am Gegenüber. Hier bedeutet es, auch Kritik einzuladen. Das erweitert den Horizont, ja. Also im Wir-Gefühl mehr zu sehen, ja. Dinge erleben zu können. Also das ist so der Einfluss der 3. Ja? Dann haben wir den Donnerstag. Der Donnerstag ist unter der Zahl 4. Hier geht es um Organisation. Du kannst hier gut Dinge erledigen und zu Ende bringen, die vielleicht die Woche über oder auch schon länger liegen geblieben sind. Hier geht es um Aufarbeiten. Guter Tag auch zum Aufräumen, Ordnung schaffen, Behördengänge
Oder auch wenn du so Bittstellergänge machen musst, weil du vielleicht einen Kredit brauchst oder irgendeine andere Unterschrift zu irgendwas. Das ist ein ganz guter Tag, da Ordnung reinzubringen. Hier ist man sehr fokussiert, sehr konzentriert. Man bringt die Ausdauer mit. Musst du buchhalterische Aufgaben erfüllen, ist das auch ein sehr guter Tag. Hier ist die Disziplin ganz stark an diesem Tag, dann die Dinge auch in Ordnung zu bringen. Also sehr positiv dafür den Donnerstag. Dann haben wir den Freitag unter dem Einfluss der 5. Hier geht es ein bisschen um Leisure, also Freizeit. Ja, so ein bisschen. Kannst du hier auch Hobbys leben? Ja, man ist flexibel an dem Tag, man ist spontan. Ich meine, die 5 bringt auch immer ein bisschen Chaos, aber trotzdem bringt sie auch diese Flexibilität mit und das ist gut so. Ja, hier können Dinge umgeworfen werden und dann wieder neu zusammengesetzt. Das ist ganz gut. Hier achten an diesem Tag, sich nicht zu sehr. Ja, von anderen vielleicht benutzen zu lassen. Ja, also man kann schon für andere an diesem Tag etwas tun, das ist ganz gut, aber sich nicht dabei zu stark verlieren. Ja, das wäre so der Hinweis. Dann haben wir am Samstag den Einfluss der 6. Die 6 ist ja einmal die Sexualität, aber auch Dinge, die man von Herzen gerne macht, können hier gut umgesetzt werden. Hier geht es auch darum, sich selbst zu verwöhnen. Ja, sei es in der Erotik, in der Sexualität, aber auch allgemein. Ja, für sich etwas Gutes tun, den eigenen Trieben, den eigenen Wünschen nachgehen, sich da was erfüllen. Ja, vielleicht hat man dann auch am Wochenende die Ruhe und die Zeit dazu, einfach den eigenen inneren Bedürfnissen dann Platz zu schaffen. Die 6 ist trotzdem auch immer eine Zahl, wo eine gewisse Spannung, also in der Erotik liegt auch eine Spannung drin. Hier geht es darum, sich nicht von anderen provozieren zu lassen. Ja, an diesem Tag, also die sind immer sehr spannungsgeladen. Das kann einerseits sein, dass man in die Entspannung geht, ja, wenn man mit anderen Spaß hat, aber es ist auch die andere Seite immer dabei, dass etwas eskalieren kann. Da ein bisschen aufpassen. Ja, so. Und dann haben wir am Sonntag die 7 drin. Die 7 ist ja die Zahl auch für die Hilfsbereitschaft, auch eine ganz spirituelle Zahl. Hier wäre es gut, in die Bewegung zu gehen, in die Natur zu gehen. Man kann hier sehr gut auch im finanziellen Bereich Dinge in Angriff nehmen. Jetzt gerade am Sonntag ist vielleicht nicht der optimale Tag für Behördengänge, aber wenn du in den Finanzen vielleicht was zu ordnen oder zu klären hast, und kannst du das da auch machen oder schon mal da vielleicht gedanklich auch gewisse Ordnung reinbringen. Ein guter Tag wirklich, um auch rauszugehen in die Natur, dich zu bewegen, ja, mit anderen Menschen zusammen, vielleicht auch für andere Menschen etwas tun. Da wirst du auf jeden Fall getragen sein von der Energie der 7, ist ja auch die Zahl der Himmel, ja. Also ein sehr schöner Wochenausklang da am Sonntag. So, dann schauen wir mal noch, was die Gesamtwochenzahl ist. Die steht unter dem Einfluss der 10, was dann im Endschluss dann wieder die 1 wäre. Also hier geht es wirklich darum, wieder unter der 1 die eigenen Bedürfnisse diese Woche leben. Also es fängt schon mit der Wochenzahl 1 an, wo dieses Ego, die eigenen Bedürfnisse drin sind, die Willenskraft, die einen durch die Woche trägt und hier wirklich die eigenen Bedürfnisse dann auch zu leben diese Woche. Ja, die 0 bringt hier nochmal zum Ausdruck, aber das trotzdem zum Wohle aller. Also nicht zum Schaden, also das Ego nicht zum Schaden leben. Also hier wirklich dabei auch an andere denken. Ja, dass
setzt sich dann ganz positiv um. Also das spürst du dann auch im Umkehrschluss. Wenn du zwar dein Ding machst, aber trotzdem auch Bedürfnisse anderer beachtest, kriegst du das vielfach zurück. Ja, das kommt positiv zurück, das wirst du dann auch spüren. Ja, also sehr, sehr schön. Interessante Woche, dass wir wirklich mit der 1 beginnen. Wir haben hier alle 7 Wochentagszahlen drin. Also sehr spannend, wie diese Woche dann verlaufen wird. Ja, okay. Das war es, wie gesagt, zum numerologischen Orakel. Und ich schiebe das jetzt nach vorne und bereite euer persönliches Orakel vor. So, ihr Lieben, ich habe euch jetzt das Wochenorakel ein bisschen näher rangeholt. Ihr könnt jetzt wählen zwischen diesen drei Steinen. Ich habe euch einmal den Amethyst, den Rauchquarz und den Rosenquarz. Ihr geht bitte mal in euch, konzentriert euch und schaut, zu welchem der drei Orakel ihr euch hingezogen fühlt. Und ich gehe jetzt mal kurz mit euch so in die Stille. Und dann könnt ihr euch intuitiv entscheiden. So, wenn du jetzt dein persönliches Wochenorakel gewählt hast, beginnen wir hier mit dem ersten, mit dem Amethyst. Ja? Ich habe diesmal meine hübschen Kristallschädel dafür genommen, dass die bei diesem Orakel mitwirken dürfen diese Woche. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Also der Amethyst ist ja ein Stein, der beruhigend wirkt. Ja, darum legt man ihn ja auch beim Schlafen unter das Kopfkissen. Er fördert Träume, er spendet Trost, ist ausgleichend, wie gesagt, beruhigend. Man kann ihn auch gut für Meditationen benutzen, hilft auch beim Loslassen oder Loslösen, schenkt neue Kraft, fördert die Intuition und Konzentration und auch so eine geistige Wachheit und Klarheit. Ja, okay. Die erste Karte für dich diese Woche ist aus dem Tarot. Und wir haben hier das Ass der Schwerter. Das Ass der Schwerter ist ja eine Karte für den Intellekt, also Kopf, Verstand. Also Dinge, die aus dem Verstand kommen. Sie sagt aus, etwas will mutig, ja, mit Kopf und Verstand in Angriff genommen werden. Da ist ja auch die Hand drauf, ja, die sagt, werde da aktiv und das muss in Angriff genommen werden. Also das sind anscheinend Themen oder Dinge, wo du in die Hand nehmen sollst, aber mit Klarheit und Verstand. Ja, also jetzt nicht wie beim mit den Stäben so wild drauf vorpreschen, ja, sondern wirklich hier muss mit Überlegung gehandelt werden. Ja, also diese Woche schon mit Verstand angehen, ja, mit Klugheit. Gibt es Dinge, wo dich jemand provoziert oder angreift? Lass dich nicht provozieren, sagt da die Karte, ja. Hast du mit Behörden, Ämtern, sonstigen Dingen zu tun? Hier soll man entschlossen, aber auch methodisch vorgehen und sich hier auch nicht provozieren lassen. Ja, also Provokation wäre da falsch, ja, sondern da muss dann die Gelassenheit reingebracht werden. Und diese Gelassenheit schenkt ja dann auch der Amethyst. Ja, diese Ruhe und Besonnenheit, die man dafür braucht. Dann schauen wir mal weiter. Das habe ich jetzt
eine Lenormand-Karte aus den Veritas Evernia-Karten gewählt. Und da haben wir die Lilie. Die Lilie ist ja einmal eine Karte auch für die Herkunftsfamilie im Lenormand-Klassisch, aber sie zeigt auch Ruhe und Beruhigung, was wieder diese Besonnenheit zeigt. Also diese Woche besonnen zu handeln, ja, nicht in Aggression gehen, weil sie zeigt, es ist auch eine Karte, wo für Aggression stehen kann, besonders in Verbindung mit so Schwert oder Sense jetzt, wenn es im Lenormand liegt, darum wirklich in die Ruhe gehen, ja. Beruhigung suchen, da hilft ja auch wieder der Amethyst dabei in der Ruhe. Gereiztheit kann diese Woche ein bisschen in der Luft liegen und sich nicht von dieser gereizten Stimmung anstecken lassen. Ja, bleibe besonnen, bleibe in der Ruhe, gehe in die Entspannung, wenn etwas zu viel wird. Ja, wenn zum Beispiel in der Familie irgendwie schwierige Themen gerade sind, wo dich sehr angespannt werden lassen. Lass dich hier nicht mitreißen. Geh da ein paar Schritte beiseite und geh in die Besonnenheit. Ja, das ist viel besser, als dann da mitzugehen in der gereizten Stimmung. Ja, okay. Dann steht die Lilien stehen ja auch für die Sexualität. Ja, es kann auch heißen, dass diese Woche das Sexuelle bei dir ein Thema ist, ja. Da wir hier schon die Schwerter haben, kann es jetzt ganz banal bedeuten, man muss sich schützen, ja, also sorge vor, wenn du da keine Überraschung erleben willst. Also es kann es heißen, muss nicht. Bedeutet aber schon, also da auch ein bisschen besonnen zu sein. Hast du vielleicht jemand Neues kennengelernt? Da ein bisschen aufpassen, ja. Also nicht zu, ja, wie soll ich sagen, nicht zu leichtgläubig reingehen. Da Vorsorge treffen, ja. Oder, weil ja hier das Thema Kopf sehr stark ist diese Woche, und dein Herz vielleicht diese Woche was anderes sagt, also hier ist schon der Verstand auch gefragt, ja, nichts erzwingen, ja, also lieber mit Ruhe nochmal die Sache überdenken, ja, und dann nichts überstürzen, also sich nicht von anderen zu was drängen lassen. Das kann sich auf alle Themen beziehen, weil wenn man sich in was reindrängen lässt, wo man gar nicht möchte, kann man, ich setze es jetzt in Anführungszeichen, sich vergewaltigt fühlen. Ja? Also wenn du was machen musst, wo du gar nicht willst, dann spürt sich das ja an wie so ein Zwang, dich drückt da jemand rein. Mit dir wird was gemacht, was du gar nicht willst. Also da lieber Abstand dann nehmen und sich zu nichts zwingen lassen. Ja, also das wäre ganz wichtig. So, dann schauen wir mal weiter, was die Intuitionskarten sagen. Ah ja, also hier haben wir eine Frau, die, also eine Person, die auch nachdenklich ist, die sich zurückzieht. Die Karte heißt eigentlich Schmollen. Bedeutet aber auch, man geht in einen Rückzug. Ja, man kann momentan noch nicht richtig aus sich rausgehen, fühlt sich zu etwas gedrängt, wo man nicht möchte. Hier ist die Aufforderung, man wahrt eine gewisse Distanz und das ist nicht schlimm. Ja, also es kann wirklich sein, dass du diese Woche mit Themen konfrontiert wirst, wo du noch nicht klar siehst, wo dein Kopf noch Zeit braucht zu folgen. Ja, vielleicht dem Herzen oder dem Gefühl und dann nimm dir die Zeit, dann geh da den Schritt zurück, wahre diese Distanz und schau dir das erstmal an. Ja, das ist vollkommen in Ordnung, auch wenn andere vielleicht sagen, Mensch, du schmollst ja rum oder du bist zickig und warum willst du nicht? Nein, du kannst momentan noch nicht anders und dann ist das in Ordnung. Ja, also lass dich dazu nichts zwingen. Geh in die Ruhe, wie der Amethyst sagt, und in die Entspannung und nimm dir da die Zeit. Ja, okay. So,
Dann schauen wir mal noch was. Ich habe hier eine Farbkarte gezogen aus den Farbenergien und da schauen wir mal, welche Farbe für dich diese Woche ganz wichtig ist. Okay, und da haben wir hier das Orange vom Sakralchakra und das Orange, also das Sakralchakra. Passt auch ganz gut. Das ist hier so auch wieder diese sexuelle Energie. Es ist Antrieb für Lebenskraft, für Ausgeglichenheit, auch für eine glückliche, erfüllende Partnerschaft auf allen Ebenen. Es spiegelt auch, also so, wenn das Sakralchakra nicht richtig funktioniert, da stauen sich auch oft Ängste, Wut, Eifersucht. Ja, also wenn sich da was aufgestaut hat, dann staut sich das oft in diesem Chakra. Und da geht es wirklich darum, sich sinnliche Freuden gönnen. Ja, das bedeutet, tu was für dich. Gehe zum Beispiel ins Wellness oder nehme ein schönes duftendes Schaumbad oder geh schwimmen. Wasser ist hier ganz gut. Mit Wasser kann man Energien wegspülen, sich reinigen. Ja, du kannst hier auch Sachen tragen in der Farbe Orange, um diese Energie da reinzubringen, dich zu stärken, dich in diesen Ausgleich und in diese Lebenskraft zu bringen. Ja, also das ist hier ganz wichtig. Ja, also diese Entspannung für dich zu finden, wenn es sein muss, in den Rückzug zu gehen, nicht in die Konfrontation und sich die Zeit dann dafür nehmen, um sich erst, sage ich mal, so ein bisschen auszugleichen, dass man dann Entscheidungen treffen kann oder Themen auch angehen, ja? Also das wäre so, was ich diese Woche hier in deinem Wochenorakel so übersetzen kann, sage ich jetzt mal. Ja? Okay. Dann gehen wir zum zweiten Wochenorakel, das dann unter dem Rauchquarz steht. Zeig dir hier mal dein Schädelchen. So. Der Rauchquarz bringt, ja, was man sagt, er bringt Licht ins Leben. Er ist so ein Stein, der stark spannungslösend ist, ja, als auch ein Antistressstein, vermittelt Ausdauer, Geduld, er erdet auch und durch, also er ist ja meistens so ein bisschen mehr dem Wurzelchakra zugeordnet, also er hat auch erdende Kräfte durch diese Brauntöne, die da drin sind, ja, also bringt so ein bisschen Erdung auch rein, aber auch Schutz. Jetzt schauen wir mal, was deine Tarotkarte ist. Schön. Das ist hier die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin sagt ja, höre auf deine innere Stimme. Sie fördert die Sensibilität in einem. Also kann sein, dass du diese Woche sehr sensibel bist. Du kannst, wenn du auf deine innere Stimme hören möchtest, zum Beispiel meditieren. Das zeigt auch an, dass eine starke Verbindung nach oben herrscht. Ja, also Spiritualität ist diese Woche wichtig, möchte vielleicht gelebt werden. Du kannst, also bist ganz stark im Spüren, im Fühlen diese Woche. Ja, also du kannst ganz intensiv spüren. Vielleicht, wenn du hellsinnig bist, also hellsichtig, hellfühlend, hellsehend, können da neue Inputs reinkommen, ja, die sich verstärkt zeigen. Ist so eine Ausgeglichenheit, die da kommt. Ja, vielleicht war bei dir vorher sehr viel Anspannung, weil wir ja auch hier diesen Antistressstein haben, scheint da so eine Beruhigung reinzukommen, ja. Dann schauen wir mal weiter, also was bei dir für eine Lenormand-Karte sich zeigt aus den Veritas Ivernia.
Und da haben wir hier die Sense drin. Die Sense, die durchtrennt etwas. Ja, das kann irgendwelche Verbindungen sein, die vielleicht nicht mehr günstig sind. Es kann auch Schmerz abtrennen, wenn etwas sehr weh tat. Ja, die Sense zeigt auch immer Schmerz an. Ist so ein Hinweis, vielleicht warst du verletzt, wurdest verletzt, sich nicht mehr länger verletzen zu lassen. Man kann sich davon loslösen. Du bist ja mit der Hohepriesterin diese Woche sehr sensibel. Ja, ist auch ein Hinweis, wenn andere da ankommen, reagierst du vielleicht viel empfindlicher als sonst. Das ist gut, wenn du das vorher weißt. Mensch, ich bin diese Woche sehr sensibel, sehr emotional. Ich muss mich ein bisschen schützen. Wenn da was kommt, dass ich nicht gleich dann vielleicht mir Schmerzen verursachen lasse, dass ich nicht gleich mich angegriffen fühle. Also das zu wissen, dass man vielleicht empfindlicher ist diese Woche, ja, dass man sich da nicht wundert, dass man vielleicht schneller darauf reagiert, wenn irgendeiner einen anspricht mit irgendwas, wo man vielleicht dann gleich denkt, Mensch, der ärgert mich jetzt aber. Aber es liegt daran, dass man sensibler ist. Ja, hier ist auch drin zu hinterfragen, was macht mir Schmerzen oder was tut mir eben weh. Ja, wovon sollte ich mich vielleicht trennen oder lösen, was mir gerade nicht so gut tut. Ja, also da dann auch wieder Schutz und Erdung suchen, davon Abstand zu nehmen. Dann schauen wir mal weiter, was die nächste Karte bei dir wäre. Oh, da haben wir eine sehr kraftvolle Karte. Das passt, das ist die Karte Schutz. Ja, dass man praktisch von oben behütet ist, beschützt ist. Da ist ja auch, ich schaue mal an, ein Wesen abgebildet, das sich auch ein bisschen so etwas festhält, vielleicht auch Schutz sucht, ja. Vielleicht suchst du eben Schutz, brauchst diesen Schutz und da ist niemand, aber die Karte sagt, Mensch, wir sind da, du wirst beschützt, du wirst behütet, du brauchst keine Angst zu haben. Ja, vielleicht waren da auch Verletzungen und du hast Angst vor neuen Verletzungen. Also du kannst diesen Schutz von oben annehmen, dich in das Gefühl geben, ich bin behütet, ja, ich werde geleitet. Wenn bei dir diese, mit der Hohepriesterin, die Energie der, ja, der Sensibilität, der Verbindung nach oben ganz stark und wichtig wird, hier ist diese Anbindung, die dich leitet, diese innere Führung, ja, die du bekommst, diese Anleitung dazu, das ist hier ganz stark mit drin. Ja, so sehr schön, diese Energie. So, dann schauen wir mal bei dir diese letzte Karte aus den Karten der heilenden Farben. Und da kam bei dir, schau mal, sehr schön mit dem Blau. Das nennt sich die Kraft der Ahnen. Also wirklich besonders, das Blau steht hier für das Kehlchakra. Das Kehlchakra ist ja die Kommunikation und Sprache. Die Ahnenkraft, die hier reinwirkt, ist so auch wieder ein Schutz, eine Unterstützung in schweren Zeiten. Also wenn da wirklich in letzter Zeit vieles war, wo du das Gefühl hattest, da ist niemand oder das tat so weh, du sollst wissen, du wirst begleitet, du wirst behütet, du kannst aus dem Potenzial und der Kraft deiner Ahnen Energie bekommen. Ja? Dazu geh in die Meditation, geh in die Stille, das sagt die Hohepriesterin. Ja? Wenn du sensibel bist, du bist diese Woche sensibel, kannst du vielleicht sogar diese Energien spüren. Ja? Spüren,
was da reinkommt, dass du vielleicht Impulse bekommst. Es ist auch hier drin in der Ahnenkraft, alte Muster zu lösen. Vielleicht erlebst du Dinge, die immer wieder passieren. Hast das Gefühl, Mensch, dieser Schmerz hört nie auf. Das kann auch von einem Familienkarma kommen, ja, dass da Themen sind, die auch andere Familienmitglieder schon gelebt oder erlebt haben. Hier geht man dann ganz stark in diese Heilungsenergie, ja, dass diese Dinge dann geheilt werden. Oder ist auch ein Hinweis für Seelenanteile, die abgespalten sind, dass man die zurückholen kann oder soll. Ja, da gibt es ja auch Personen, die dabei helfen. Gibt aber heute auch schon tolle Literatur, wo man das in Selbstanwendung, in Meditation machen kann. Ja, oder sich von altem Schmerz, alten Traumata zu lösen. Also die Sense ist ja diese Abtrennung, dass man sich lösen soll, dass man diesen Schmerz, diese ja, Wunde oder auch was da ist, dass man dieses beenden soll, dass man das abtrennt. Ja, und dabei diesen Schutz von Omen hat und diese Kraft der Ahnen. Ja, man soll das nicht weiter leben, was da vorher war, braucht man nicht mehr. Dann haben wir ja hier viel Blau drin. Wäre Blau so die Farbe der Woche für dich? Kehlchakra bedeutet, sprich darüber, sprich über Themen, die vielleicht nicht mehr gut tun. Lass es raus. Geh vielleicht, kannst es rausschreien, kannst auch singen, das wirkt befreiend, oder Musik hören, ja. Vielleicht auch, ja, die Atmung spielt da auch eine Rolle. Ja, es gibt ja auch so Geschichten wie, dass man heilatmet, solche Dinge über die Stimme dann Dinge lösen, ja, lösen von Verstrickungen. Da fällt mir ein, also Kehlchakra in Verbindung mit Sense, was ja auch Zähne sind. Vielleicht hast du diese Woche auch einen Zahnarztbesuch oder irgend sowas. Ja, also nur mal so, muss nicht bei allen zutreffen. Zähne sind ja auch wichtig oder vielleicht auch mal nach Zähnen gucken lassen oder sowas. Das kann auch ein Thema sein, ja, dass da Dinge ja, behandelt werden oder in Angriff genommen werden. Ja, also alles so im Mund-, Gesichts-, Halsbereich, ja, ist da so wichtig, sage ich mal. Und wirklich dieses Lösen dann von diesen Verstrickungen und in die Sprache gehen, um Dinge dann auch zu lösen, aufzulösen. Ja, oder halt dann, wenn man es noch nicht aussprechen kann, auch wie die Hohepriesterin sagt, in die Meditation und da in die Beruhigung kommen, ist ja auch wichtig. Der Rauchquarz bringt ja auch diese Anti-Stress-Energie dann mit. Ja? Und auch das Licht ins Leben bringen. Also sehr spannende Woche bei dir, wie ich finde. Okay, dann gehen wir zum letzten Orakel, zum Rosenquarz, und schauen, was der Rosenquarz für dich bereithält. Also du hast den Rosenquarz gewählt, ich zeige dir ihn auch mal, das Schädelchen. Der Rosenquarz ist ja die Energie der Liebe, ja, also Herzchakra, Liebe, Vertrauen, es gibt Halt, es heilt Herzschmerz, also Liebesschmerz, ist auch der Stein der Romantik, ja, und auch der Hilfsbereitschaft. Also alles, was mit Herzthemen zu tun hat. Ja, also mit dem zarten, sanften Rosé. Ja, okay. Dann schauen wir mal deine Tarotkarte. Okay, da haben wir hier den König der Schwerter. Der König der Schwerter steht ja traditionell für die Energie, männliche Energie, Vaterenergie, auch Strenge, kann eine kritische Person sein. Trotzdem klug, also da ist auch der Intellekt mit dem Schwert mit drin. Könnte zum Beispiel eine
beratende Personen sein, wie Arzt, Jurist, Lehrer, also auch behördliche Personen. Also hier ist ganz stark der Intellekt, der Verstand mit drin. Entweder du hast diese Woche mit einer Person, wie ich gerade genannt habe, zu tun. Und da gibt es vielleicht Themen, die zu lösen sind. Und da gibt jetzt aber der Rosenquarz an, in die Herzenergie zu gehen. Nicht zu sehr in den Verstand. Das macht die andere Person, das Gegenüber vielleicht schon von dir, ja. Also es kann auch eine männliche Person sein, mit der du zu tun hast. Also es muss nicht immer nur eine männliche Person sein. Also es ist ein Gegenüber, mit dem du zu tun hast, wo vielleicht sehr auf der Verstandesebene ist. Und da ist jetzt angeraten, geh aber du in die Herzenergie. Ja, du kannst mit der Herzenergie, wenn du diese Ehrlichkeit von Herzen reinbringst, ja, bei deinem Gegenüber mehr bewegen, wie wenn du in dem Moment auch in die Verstandesebene gehst. Weil diese Person sich dann messen möchte. Und dann kommst du da nicht weiter. Besser wäre es, auf der Gefühlsebene zu agieren. Ja, und nicht sehr mit dem Verstand, dann meine ich, muss das auch alles mit dem Verstand lösen. Das versucht die andere Person schon und man kommt irgendwie nicht richtig weiter. Ja, also das wäre so der Hinweis, wenn etwas zu lösen ist, über die Herzebene reinzugehen. Ja, mit dem Intellekt kommt man nicht unbedingt weiter. Okay, dann gucken wir mal, was hier noch reinschwingt. Ah, okay. Hier haben wir bei den Veritas Evania Lenormand-Karten den Berg. Der Berg blockiert etwas. Der Berg behindert etwas. Er ist ähnlich wie im Tarot der Schwertkönig. Er kann nämlich auch für eine schwierige, sture, starre Person stehen, die einfach nicht von ihrem Standpunkt abrücken möchte. Ja, also es ist wirklich interessant, dass wir das zweimal jetzt hintereinander haben. Und vielleicht gibt es da Dinge, die dich blockieren, wo dich nicht weiterkommen lassen. Also es muss jetzt nicht unbedingt eine Person sein, kann auch ein Thema sein, wo du einfach nicht weiterkommst. Immer wieder blockiert das, fällt dir vor die Füße wie so Steinbrocken, die da einen Weg versperren und du denkst, Mist, ich komme da nicht vorbei. Hast du es vielleicht schon versucht, ja, da mit dem Schwert da dran zu gehen, würdest es am liebsten klein hacken, aber das bringt nichts. Du kriegst es irgendwie nicht weg. Und hier sage ich auch wieder, dieser Rosenquarz, also diese Herzebene. Fühl mal in dein Herz rein. Was ist es da, was mich blockiert? Was lässt mich nicht weiterkommen? Was möchte ich eigentlich von Herzen erreichen? Ja, was will mein Verstand und was sagt mir mein Herz? Und in diesem Fall solltest du über die Herzebene agieren und auch auf dein Herz hören. Wenn der Verstand was völlig anderes sagt, zum Beispiel, ich muss diese Ausbildungsstelle annehmen, damit ich das und das Geld verdienen kann, aber dein Herz sagt dir, nein, 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 ich kann das nicht machen, mir geht es nicht gut mit diesem Job. Also wenn es da etwas gibt, wo wirklich sagt, verbiege dich nicht mehr, ich möchte das nicht machen, dann höre da auf dein Herz und versuche andere Lösungen über die Herzebene zu kreieren und zu finden. Ja, das macht dich glücklicher. Ja, es wird dir besser damit gehen. Das ist so der Hinweis. So, dann schauen wir mal, was die Intuitionskarte sagt. Okay, die steht unter dem Aspekt Regen. Sie ist auch etwas, sage ich mal, von der Farbe halt, ja, mit dem Schwarz düsterer, aber ist positiv, ja, weil hier sollte man wirklich schauen, Regen ist ja auch Traurigkeit, ja, dass halt doch irgendwas nicht so schön ist, aber der Regen
bringt eine Energie der Reinigung. Es spült etwas weg, er nimmt etwas weg. Es kann sein, dass etwas wirklich auch mit Tränen weggespült werden muss. Man muss vielleicht mal wirklich heulen oder alles rauslassen. Ja, also so ein reinigender Prozess, wo dann aber dich dem näher bringt, was du wirklich möchtest. Ja, dass ich mich lösen kann, dass ich Lösungen finden kann und dieses, was nicht schön ist, was mir nicht gut tut, was mich blockiert, dass ich das wegspüle, ja. Also, dass ich mich davon befreien kann, ja. Ja, also es ist schon eine Zeit jetzt, wo etwas, bereinigt oder gereinigt werden soll, um Blockaden oder Behinderungen, Dinge, wo einfach schwierig sind, wegzubekommen. Ja, wir schauen mal bei dir weiter, was hier die letzte Karte, das ist eine Karte aus den heilenden Farbenergien, was die so zu diesem Thema sagt und zeigt. Okay, das ist wirklich schön und passend. Das ist die Lichtwelt. Die Lichtwelt ist mit ihrem Gelb dem Solarplexus zugeordnet. Also ist so die Körpermitte, die eigene Mitte, Vertrauen in die eigene Mitte haben. Dieses Gelb ist eine stärkende Farbe. Ja. Es löst Blockaden, das passt hier total. Es löst Spannungen. Hier in der Mitte haben wir hier so ein Weiß. Das bedeutet Licht. Ist ja auch diese Lichtwelt, ja. Es bringt Licht in Angelegenheiten. Wenn hier irgendwas im Dunkel liegt, wo unschön ist, es bringt jetzt Licht in Themen rein, ja. Man hat auch eine gewisse Anbindung und Hilfe von oben, dieses heilende Licht, ja. Man soll aber auch darum bitten, also bitten um diese Themen, Dinge in Heilung, in Ordnung zu bringen, darf man bitten. Man darf sich mit diesem heilenden Licht, mit diesem schönen Licht umhüllen, also dieses Weiß, dieses Leuchten, ja, wo auch Dunkelheit nimmt. Ja, also geh ins Licht, umhülle dich damit, sind auch Lichtwesen damit gemeint, ja, dass die jetzt bei einem sind, die einem helfen, Selbstvertrauen zu bekommen. Also trag ruhig die Farbe Gelb, wenn du magst, oder gelben Schmuck, oder häng dir ein gelbes Bild an die Wand. Schaue Gelb an. Gelb ist Selbstvertrauen, Gelb ist Energie, Gelb ist Selbstbestimmung, also sich nicht von anderen bestimmen zu lassen, ja, also wirklich bei sich selbst zu sein. Gelb ist Willenskraft, ja, den eigenen Willen, den Schöpfungswillen leben, ja, steckt da drin. Also ganz spannend. Gelb ist ja auch diese Wärme spüren. Ja, keine Kälte oder sowas, sondern wirklich diese Wärme, dieses Schöne, in die Sonne gehen, ins Licht gehen, ja. Also Sonne, Freude ins Leben lassen. Ja, also lass die Sonne in dein Leben, kann auch ein Hinweis sein. Lass die Freude in dein Leben, umarme diese Sachen, heiß es willkommen. Ja, also so richtig sich tragen lassen von der Freude, vom Licht. Kannst dir auch vorstellen, wenn du die Augen zumachst, wie dieses Weiß erstmal vielleicht deinen Körper umhüllt, wie es durch deine Zellen geht, wie es reinigend ist, dieses weiße Licht. Und dann atme es ein, ja, oder auch dann das Gelb, diese Lebensfreude, diese gelbe Farbe einatmen und sich erfüllt fühlen. Also ganz tolle Vorstellung, was man damit machen kann. Und wir merken es ja selber, an einem sonnigen Tag sind wir ja schon, da geht alles viel leichter von der Hand. Man kommt leichter aus dem Bett, man kommt schneller in die Gänge, wie wenn jetzt so
Wolken sind und so trist sind, man hat dann gar keine Lust, irgendwie Themen anzugehen, ja. Also hier wirklich in die Freude gehen und da jetzt diesen Schutz und die Hilfe von oben zu haben, Baustellen in Angriff zu nehmen. Ja, also ganz schöne Botschaft für dich, ja, und hier auch wieder diese Herzenergie. Okay, dann hoffe ich, halt, ich drehe den auch noch um. Dann hoffe ich, euch hat das Wochenorakel gefallen und ich freue mich natürlich weiterhin über Kommentare, über Likes und wir sehen uns dann oder hören uns kommende Woche wieder und ich wünsche noch einen schönen Sonntag und eine gute kommende Woche. Tschüss, eure Dani.